Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und auch im neuen Part von World of Warcraft. Ich bin zwar immer noch in derselben Aufnahmesession, aber ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht und habt euch auch auf jeden Fall gute Vorsätze genommen fürs neue Jahr. Ich habe es mit meinen guten Vorsätzen nicht so, also ich mache mir eigentlich jedes Jahr den guten Vorsatz, ich will aufhören zu rauchen, klappt dann auch immer nur für 3 Tage und dann fange ich wieder an. Deswegen habe ich das mittlerweile komplett sein lassen und ich brauche keine guten Vorsätze. So, haben wir den auch schon mal wieder platt. Ja, und ich bin gespannt, was das ein Jahr für uns bringt. Es wird auf jeden Fall ein Jahr der Let's Plays bei mir sein. Es werden viele neue Projekte starten und vor allen Dingen auch dann brandneue Spiele dabei sein. Also der größte Knüller, auf den ich jetzt im Moment noch warte, ist halt Dark Souls 2. Im Moment läuft ja auf meinem Kanal noch der erste Teil von Dark Souls. Der wird auch noch ein Weilchen weiterlaufen, weil das war doch ein ganz schöner Kampf da durchzukommen. Das heißt, es wird noch ein ganz schöner Kampf sein, da weiter durchzukommen, weil das doch ziemlich groß ist und da ich es zum größten Teil blind spiele, ich spiele es eigentlich komplett blind und von daher habe ich da nicht so ganz die Ahnung, wo ich langlaufen muss, wie die Gegner so sind und vor allen Dingen, ihr habt es ja mittlerweile auch schon gesehen, das ist ein Spiel, wo man ziemlich oft stirbt. Boah, geh mir nicht auf den Sack. Ein Spiel, wo man ziemlich oft stirbt. Ich weiß gar nicht, war schon der erste Rage Quit? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich weiß, irgendwann kommt der auf jeden Fall. Und da freue ich mich definitiv auf den zweiten Teil. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der so sein wird. Ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen was aus der Demo gesehen, die ja letztens mal gewesen ist. So, die haben wir... Ah, lange hält das mit dem Betäuben aber nicht an, du. Geh mir nicht auf den Sack. Hau ab da. Wieso fällst du eigentlich nicht um? Vorhin sind alle umgefallen mit dem Schlag. Und jetzt kitzelt mir gerade ein Barthaar in der Nase. Oh, furchtbar. Moment. Oh. So. Ja, ich bin ja gespannt. Ich bin echt gespannt auf das Jahr, was noch so an Spielen rauskommt, die ich unbedingt Let's Playen will. Da... Ich habe auch im Moment nicht so wirklich die Infos, was so alles an neuen Sachen rauskommt. Ich bin noch am überlegen, ob ich Craft the World mal Let's Playen soll. Das ist ja auch so ein... Ah, ich weiß nicht, wie kann ich das erklären? Ich weiß nicht, von euch kennt das bestimmt schon der eine oder andere. Ist bei Steam im Moment, ich glaube für 13,99 € kann man sich das runterladen. Bei Steam. Und mir gefällt es richtig gut. Man hat da so seine kleinen, man hat da so Zwerge, die man, denen man Befehle geben kann. So abbauen. Ist halt... so eine Art Minecraft aus der Side-Scroller-Perspektive und ist im Moment noch im Early Access. Gefällt mir sehr gut. Ich spiele das im Moment so alleine für mich. Bin auch, ich habe jetzt mein erstes richtiges Spiel angefangen, habe innerhalb von 3 Tagen auch, ich glaube schon 14 Stunden dran gespielt und bin noch nicht durch. Es ist auch noch kein Ende in Sicht da. Und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von dem Spiel. Ich kriege da gar nicht genug von. Vor allen Dingen, weil das auch endlich mal ein Spiel ist, was nicht online zu zocken ist, sondern auch offline. Und was heißt eigentlich nur offline, so wie ich das mitgekriegt habe. Und da muss ich sagen, finde ich ganz gut, weil da kann ich auch, während ich das zocke, hochladen. Und da suche ich ja nach, weil in der Zeit, wie ich sonst hochlade, gucke ich eigentlich nur YouTube. Ich habe ziemlich viele YouTuber abonniert, weil mir die Projekte ganz gut gefallen, weil mir denen ihre Kommentarweise gut gefällt. Da sind auch kleine Let's Player dabei, also kleine Kanäle, wie im Moment, ich glaube, den kleinsten, den ich dabei habe, ist Yabu LP. Yabu LP finde ich ganz cool, also er kommentiert das ganz gut. Vor allen Dingen, bei ihm habe ich auch angefangen zu gucken, er spielt auch Hearthstone. Mit seinem Kumpel teilweise zusammen, mit seiner, ich weiß nicht, ob es seine Freundin ist oder so. Auf jeden Fall, mit der spielt das auch zusammen. Gucke ich mir ganz gerne mal an. Und ja, ich gucke öfters auch mal kleinere Let's Play. Natürlich Gronkh ist definitiv auch bei mir abonniert, weil da muss man ab und zu mal reinschauen. Vor allen Dingen, weil ja auch meine Frau den so gut findet. Die guckt mit mir auch da regelmäßig. Wir gucken teilweise auch auf unserem großen 1,20 Meter Fernseher.
die Let's Plays von Gronkh und natürlich auch von Sarraza. Und ja, die sind halt so Standard-YouTuber, die man einfach abonniert hat. Automatisch. Und ich finde es auch immer ganz gut, mal kleinere zu unterstützen. Ich bin ja jetzt auch noch ein kleiner Let's Player. Und die kleinen Let's Player sollten auf jeden Fall auch zusammenhalten. Und sich auch da gegenseitig unterstützen. Das finde ich immer ganz gut. So, das haben wir soweit. Was haben wir hier? Ach guck mal, Tidus. Ist das Tidus? Ja, das ist Tidus. Sieht ein bisschen aus. Ich gehe mal näher ran. Sieht ein bisschen aus wie Liam. Wie Liam von der ersten Insel, wo wir öfters mal hin müssen. Der Bruder von, nicht Illidan. Wie heißt er? Der Bruder von Illion. So, das geben wir noch ab. Und dann können wir hier das Kern der Bedrohung oder was das war. Was? Gewarnt ist gewappnet, aber auf uns wartet eine weitere Aufgabe. Wir können immer noch verhindern, dass Tulsa den Nukleus des Kerns kontrolliert. Mein Trupp wird einen Ablenkungsangriff ausführen. Ihr schleicht euch in die nordöstliche Ecke der Festung und sucht nach Nukleus den Nukleus des Kerns. Und wo finde ich den? Der Nukleus des Kerns befindet sich im Inneren von einem großen Schildstein. Aktiviert ihn und entfernt den Nukleus des Kerns. Sobald wir ihn haben, können wir ihre Verteidigung entscheidend schwächen und gleichzeitig unser Wissen erweitern. Im Mysterium nennt man so etwas eine Zwecksynergie. Ich werde tun, was ich kann. Okay, das heißt, der Nukleus des Kerns, den müssen wir jetzt sammeln. Auch wieder sehr komisch, Betitelung. Aber was soll's, wir gehen erstmal weiter. So, da unten, die brauchen wir nicht mehr plätten, so wie es ausschaut. Und wir gehen dann hier einfach mal weiter. Und gucken mal, ob wir da noch auf irgendwie den einen oder anderen Gegner treffen, den wir platt machen müssen. Und da haben wir auch schon den ersten. Ja, super. Das heißt, wir können... Ach! Jetzt hatte ich gerade gar keinen Mana mehr, um den irgendwie wegzuhauen. Aua! Ach man, hat die Reichweite irgendwie nachgelassen? Von der Vergeltung? Ich glaube ja. Die kam mir, glaube ich, schon mal größer vor. So, das haben wir. Dann sammeln wir das auch noch ein. 20 Stück sollen wir von denen töten. Man merkt schon, es wird langsam mehr an Viechzeugs, was man platt machen soll. Naja, soll mir recht sein. So, die erstmal umboxen. Ich weiß, so behandelt man eigentlich keine Frau, aber mit der kann man gerne mal eine Ausnahme machen. Was wird das denn hier? So. Dich weg, dann kriegst du noch einen auf den Latz. Arschloch! Hat der sich weggerollt. Ey, du Lumpen! Ich hab doch verteidigt. Ich wollte gerade sagen, schmeißt der da schon wieder eine Bombe? Haha, ich war schneller gewesen, Kollege. So nicht, mein Freund, so nicht. Ja, und den hat er auch direkt in den Rücken gekriegt. Hier haben wir nochmal eine Glücksschachtel. Da muss ich auch mal gucken. Ich denke mal, ich werde irgendwann mal die ganzen Schlüssel dafür zusammenkaufen. Wobei die jetzt auch nicht ganz so billig sind, ne? So viele Schachteln, wie wir schon haben. Oder ich gucke demnächst, wenn wir mal wieder in der Stadt angekommen sind, mal nach dem Auktionshaus. Gucken, was die da so einbringen. Weil das wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt kämpfen wir uns hier mal durch. Haben die im Moment ihre Aggro-Range irgendwie verloren oder was? Weil irgendwie, ich kann so dicht dran stehen, wie ich will. Die nehme ich gar nicht mehr wahr. Ach, Arschklopf, Kopf. Altes Miststück. Ja,
Ja, dann kriegst du irgendeinen 12.000er Schlag ab. Ach Gott, du Sau. Nochmal. So, friss den. So, dann holen wir uns hier mal eben den das Steinchen. Ach Gott, doch Gott, doch Gott. Ich wollte gerade sagen, warum sammelst du nicht? Wir haben erst 6 von 20. Na, das kann sich ein bisschen hinziehen, obwohl die 2 kann ich ja mal so pullen. So, den haben wir schon mal weg, den haben wir gleich auch weg. Oh, das lohnt sich. Ich glaube, die Wirbelattacke lohnt sich sehr. Dadurch ziehe ich mir die, glaube ich, mal zusammen nochmal eine Glücksschachtel. Ja, das mache ich. Wir ziehen uns die Viecher mal eben her. So, da einmal draufhauen. Da einmal draufhauen. Aua. Komm, dich da hinten kriege ich da auch noch. Komm mal her. Ach Mann, falsch Knopf. So, geht doch. Jetzt komm her. Ja, das war doch fast erfolgreich gewesen, wenn der... Ey! Wenn die alte Tussi nicht abgehauen wäre, dann hätten wir 3 Stück innerhalb von kürzester Zeit gehabt. Aber na gut, so hat es nun auch geklappt. So, das Erz nehme ich auf jeden Fall mit, weil das Erz scheint noch wichtig zu werden. Wobei, bei Terra ist so eins der wenigen Spiele, wo ich mich noch nicht so wirklich um Berufe gekümmert habe. Bei WoW bin ich da immer fleißig dabei, Berufe zu skillen. Was macht der da? Oh, du Sau. Du alte Sau. Hat er einfach mal einen Zauber gezündet, womit er mehr Schaden macht. Ach du Heiliger, was haben wir denn da oben für einen? Okay, steigen wir mal eben auf unser Halki. Und dann muss ich mal kurz gucken, wie sieht's denn aus? Wie schaut's eigentlich da aus? Wir haben doch bestimmt auch irgendwo... Ist das O? Nee, O ist das nicht. I ist das auch nicht. Ist das U? Ach, guck mal, wir haben sogar schon 3 Leute, die mich zu ihrer Freundesliste zugezogen haben. Lux, jetzt... Ah, da kann ich auch wenigstens gucken, wer uns da die Ausrüstung zugeschickt hat. So, komm mal her. Ach Mann, ich dachte, ich treffe sie jetzt beide, aber nein, der eine ist nicht umgefallen. Ey Leute, macht mich nicht unglücklich. So, dich haben wir schon mal weg. Das muss ich aber auch sagen, ist ein schöner Vorteil hier an World of Warcraft. Das heißt, man muss nicht online sein, um Freundschaftsanfragen anzunehmen. Und vor allen Dingen muss man sich nicht gegenseitig in die Freundesliste packen. Das heißt, es reicht, wenn irgendwie ein anderer Spieler einen in die Freundesliste einfügt und dann hat man den anderen Spieler automatisch drin. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich treffe wieder nix. Ich treffe wieder nix. So, dich hau ich nochmal an. Dich hau ich nochmal an. Und dann haben wir erstmal wieder 3 Stück, die wir platt machen können. Nein, das gibt's doch nicht. Hallo? Ah, ich kann die Fähigkeit gerade nicht zünden, so ein Scheiße. Weil die mich wieder unterbrochen hatten. Oh krass, wieso machen wir so wenig Schaden? So. Die 2 haben wir schon mal weg. So, dann will ich jetzt aber erstmal gucken. Was war das denn? Wie, wir haben keinen Platz mehr. Willst du mich verarschen? Tatsächlich, wir haben keinen Platz mehr. Ich werde irre. Das gibt's überhaupt nicht. Ja komm, dann machen wir den noch eben weg. Und dann rufen wir uns gleich mal eben unsere kleinen... Was war das denn? Rufen wir uns gleich mal eben unsere kleinen Händler herbei. Renne ich immer weg, Junge. Das ist nämlich so schwer, dich dann zu töten, wenn du immer wegrennst. So,
Das heißt für mich, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin und ruf uns mal die Händler. Aber vorher gucke ich nochmal eben kurz nach. Wer hat uns denn da alles in die Freundesliste gepackt? Alicia. Standort Crescentia, Kastanik. Ein Hochelfen-Luxita. Eine Lanzerin. Auch schon Level 41, das ist ja nicht schlecht. Das ist dasselbe Level, wie ich habe. Und der letzte war Neonita. Ah, okay. Ich kann die Namen jetzt nicht mit irgendwelchen Abonnenten identifizieren, weil die Namen kommen mir relativ unbekannt vor. Ihr könnt es ja einfach mal hier in dem Video unter Kommentare schreiben, wer ihr denn überhaupt seid, damit ich da ein bisschen Überblick habe. Und ich würde sagen, für diesen Part war es das denn erstmal gewesen und wir sehen uns dann am 3.1. wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss!